Servus, ich grüße euch heute mal aus Köln. Eine kleine Special zum Thema Street Food Festival. Wir sind hier in Köln im Jack in the Box. Einen kleinen Bericht dazu habe ich schon mal geschrieben und heute wollen wir uns das ganze Treiben hier mal live angucken. Viel Spaß! Ja, hier sind wir, schöne alte Industriegelände und Wetter spielt natürlich wieder super mit, strömender Regen und gute Laune. Wir gucken mal, was es so Leckeres gibt. Besten Dank. Ja, wir sind hier direkt am ersten Stand. Speisewagen habe ich mich gerade aufklären lassen. Das ist ein Bacon Bomb Burger mit einer selbstgemachten Salsa oder einem Tomaten Relish mit einem ordentlichen Kanten Bacon Bomb aus dem Monster Smoker. Und das ist genau, was ich mir unter Street Food vorstelle. Barbecue meets Street Food. Geile Sache. Was ist die Empfehlung? Meine Empfehlung ist Rinderzunge. Das habe ich letztes Mal schon zweimal gegessen. Immer. Ja. Immer mein Lieblingsgang. Was gibt's noch? Quesadilla mit Bohnen. Das ist selbstgemachtes Bohnenmus auf eine Quesadilla. Das ist bei so kalten Wetter, finde ich das sehr angenehm, weil das richtig heiß ist und auch schwer. Und als Fleisch? Als Fleisch haben wir da noch die Dinger heute. Das ist Hühnchen in einer Chipotle-Tomatensalsa. Hört sich super an. Ja, das nehme ich. Boah, Essen ist fertig. Ja, wir stehen hier bei den Tacos Los Canales. Die habe ich schon mal besucht bei der Eröffnung vom Laden ein und ja, deswegen weiß ich, was mich erwartet. Authentische mexikanische Küche. Heute habe ich Taco de Tinga mit Hähnchen und dann sind wir mal gespannt. Die hatte ich noch nicht. Ja. Lecker war es dann. Typisch mexikanische Küche, super zartes Hähnchen, leicht scharfe Salsa. Genial. Ja. Stehen wir hier bei der Butterflotte. Ich stehe hier unten, die Jungs da oben. Pulled Beef. Ich glaube, da fahren wir genau richtig mit. Und ich bin gespannt. Marinierter Rotkohl und 24 Stunden geschmorte Rinderschulter. Da kann man nicht viel falsch machen, glaube ich. Ja, es ist zwar noch nicht der 1. Dezember, aber ich mache schon mal mein erstes Törchen auf. Ja, ich würde sagen, dann ist ein Sandwich nach meinem Geschmack. Thank you.
Ja, wie ich schon vermutet habe, ist das genau das Sandwich nach Big Meat Loves Geschmack. Richtig zartes, geiles, gesmoktes Pulled Beef. Selbst eingelegte Jalapenos, knuspriger Bacon, geiler Rotkohl, besser geht nicht. Butterflotte hat's drauf. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll zu essen. Das ist, glaube ich, jetzt der dritte, vierte Stand. Platz. Aber Essen kann Spaß machen, auch im strömenden Regen. Die Geschichte dahinter ist folgende. Ich meine, das ist Koreaner. Und in Korea gibt es Chi-Mac, so heißen die. Mhm. Ich habe bedeutet Chi für Chicken und Mac für Mac Shoe. Ja. Koreanisch Bier. Ja. Gibt es überall Chicken Beer Bars in Korea, so wie hier die Currywurst. Ja. Und in Europa gibt es noch gar nicht. Und da hat mein Partner, weil er Koreaner ist, gesagt, lass uns das auch hier machen. Das okay. Und so kommen wir aus Wien. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Und haben im Sommer angefangen und erobern jetzt entsprechend Europa. Ja, geil. Was ist das gewesen? Ja, da sind wir zu Gast bei den Kollegen von Chi-Mac. Koreanische Küche, das ist für mich Streetfood, abwechslungsreich, verschiedene Nationen. Super interessant, super lecker, super saftig und knusprig. Das trifft genau meinen Geschmack und das ist für mich Street Food. So, raus aus dem Regen, rein ins Warme zu meinem letzten Stand heute, die Buns and Sons. Typisches Barbecue, Pulled Pork Burger und da gucken wir mal. Alles richtig gemacht. Barbecue, so wie es sein muss. Ja, geht ein schöner Tag auf dem Streetfood Festival in Köln. Jack in the Box mal wieder zu Ende. Wir haben super gegessen, eine Menge Spaß gehabt, viel gelacht und wünschen euch viel Spaß beim Zugucken oder selber essen. Bye.